Die Schultern nach hinten, die Schulterblätter zusammen. Strecken mit dem Scheitel nach oben. Als ob uns jemand am Scheitel, am Kopf nach oben streckt oder zieht. Wir strecken so den Hals gerade und halten den Rücken senkrecht. Atmen langsam durch die Nase. Langsames Einatmen, halten kurz die Luft an und atmen genauso langsam aus. Atmen mit dem Bauch, blinden Bauch auf beim Einatmen und bewegen beim Ausatmen den Bauch nach hinten zur Wirbelsäule. Atmen langsam. Drehen die Handflächen nach oben und glätten unsere Aura von innen, sammeln die Hände zusammen über dem Kopf und senken die Hände vor dem Brustkorb ab und singen dreifach das Mantra um. Atmen ein. Kurze Verbeugung nach vorne. Kommen wieder zurück. Strecken den Rücken gerade, schauen, dass wir senkrecht sitzen. Achten nochmal auf unsere Knie. Die Knie sollten sich nicht höher als das Becken befinden. Wenn es so ist, korrigiert es. Setzt die Schulterblätter zusammen und streckt mit dem Scheitel noch stärker nach oben. Atmen ein und senken den Kopf beim Ausatmen nach links. Einatmen. Beim Ausatmen Kopf nach rechts. Atmen ein, Kopf in der Mitte, ausatmen nach links. Einatmen, der Kopf ist im Zentrum. Ausatmen, nach rechts. Ein Mitte, der Kopf zentral. Ausatmen, nach links. Und drehen dann den Kopf nach rechts und machen weiter in der gleichen Richtung. Drehen den Kopf rundum. Beenden die Drehung, strecken den Hals aus und drehen den Kopf dann nach rechts. Und drehen den Kopf jetzt zur anderen Richtung, also ganz rundum. Die Bewegungen sind alle flüssig, ohne anzureißen, ohne zu beschleunigen. Und beenden die Übung.
strecken den Kopf nach oben. Das Kinn leicht nach hinten. Und machen Kreisbewegungen mit dem Kinn. Als ob wir mit dem Kinn und mit dem Unterkiefer so etwas zu uns herschieben. Machen diagonal weiter, zuerst nach links. Das Kinn beschreibt hier einen Kreis. Und dann zu anderer Richtung. Okay, beenden. Setzen beide Hände auf den Bauch. Blähen den Bauch sehr stark auf. Und gehen mit dem Bauch zurück. So weit wie es geht. Blähen den Bauch auf. Und leeren den Bauch. Bewegen ihn nach hinten. Erstrecken die Oberfläche der Faszie. Die Faszie, die sich als vorne am Körper befindet, die wird gerade gestreckt und gedehnt. Wenn Sie alles richtig machen, spüren Sie eine Wärme im Körper, also sehr angenehm. Streckt die Arme nach vorne. Der Daumen in der Faust. Und machen die Bewegungen mit der Faust. Nach oben, nach unten. Die Arme müssen parallel zum Boden sein. In den Ellbogen nicht angewinkelt, sondern ganz gerade. Drehen die Fäuste um und machen weiter. Ziehen die Fäuste heran. Die Arme bleiben auf einer Linie. Okay, beenden. Arbeiten langsam mit den Fingern weiter. Die Finger weit gespreizt, weit nach vorne gestreckt. Auch solche kleinen Bewegungen hier mit den Mikromuskeln, mit der kleinen Muskulatur, wirken auf den ganzen Körper. Machen das schnell. Okay, entspannen die Arme. Machen die Tigerkrallen und machen Kreisbewegungen vor dem Körper. Halten die Arme parallel zum Boden. Wenn die Nackenmuskeln hier auch aktiv werden, soll man die Aufmerksamkeit dorthin leiten und diese Muskulatur entspannen. Die Trapezmuskeln entspannen, Hals- und Nackenmuskeln sind ebenfalls entspannt. Es arbeiten nur die Hände. Und wir drehen die Hände dann in andere Richtung. Beenden die Bewegung im Kreis, in den Ellbogen, in eine Richtung. Hält die Oberarme parallel zum Boden, also nicht nach unten, sondern Oberarme, Ellbogen parallel zum Boden und dreht dann in andere Richtung. Setzen die Hände auf die Schultern, hebt die Schultern hoch an die Ohren und machen Kreisbewegungen.
in den Schultern. So breite Bewegungen. Beenden. Heben die Schultern an und drehen die Schultern in andere Richtung. Jetzt arbeiten die Schultergelenke, die Schulterblätter. Also 3 bis 5 Bewegungen. Vergesst nicht ein- und auszuatmen. Okay. Und entspannen die Hände. Beide Arme nach außen ausgestreckt. Die Daumen und die anderen Finger schauen direkt nach oben. Als ob wir uns von beiden Wänden wegschieben. Also drücken diese Wände auseinander, die vorgestellten, mit der linken und rechten Hand. Senken die Finger nach unten. Sitzen mit dem geraden Rücken. Halten den Atem nicht an, atmen frei, ohne den Atem einzusperren. Atmen aus. Okay, beenden die Übung, lösen die Verspannung. Heben den linken Arm an, bewegen ihn nach rechts. Halten die Hand am Ellbogen. Der Daumen schaut nach oben. Und wir spüren, wie unser Schultergelenk gestreckt wird. Okay. Heben den Ellbogen an, den linken Ellbogen oben. Helfen mit der rechten Hand. Man soll nicht drauf drücken. Setzt einfach die Hand auf den Ellbogen. Und atmet langsam ein und aus. Ein- und ausatmen. Okay, entspannt die Arme, wirft die Spannung runter, dann der rechte Arm nach links. Der Daumen blickt nach oben. Heben den Ellbogen hoch. Die linke Hand ist auf dem rechten Ellbogen. Wir drücken nicht drauf, halten, also legen einfach die Hand auf den Ellbogen und atmen langsam ein und aus. Lösen die Hände und lösen die Verspannung auf. Dann legen wir den Kopf nach rechts und beim Ausatmen Kopf nach rechts. Der Kopf ist links, die linke Hand ist oben und den rechten Arm streckt ihr seitlich nach unten. Halten die Position. Wir
Atmen ein, der Kopf oben und wechsel die Seite. Strecken den Scheitel nach oben, gleichen aus und senken den Kopf nach rechts. Und der linke Arm streckt seitlich nach unten. Atmen ein, der Kopf gerade, drehen die Handflächen nach oben, streichen die Aura von innen und senken die Hände vor dem Brustkorb. Einatmen nach oben, strecken hoch mit beiden Händen. Halten die Oberarme auf Höhe der Ohren. Drücken die Schulterblätter nach unten, atmen ein, atmen aus und der rechte Arm, die rechte Hand geht hinter das linke Knie, drehen den Oberkörper nach links. Die linke Hand ist um den Körper herum und blicken mit den Augen auf die rechte Schulter. Das Kinn ist an der linken Schulter und wir drehen die Augen weiter, als ob wir um den Rücken herum auf die rechte Schulter blicken möchten. Atmen in den Bauch. Drehen den Oberkörper zurück. Beide Arme wieder nach oben, atmen ein, Schultern runter, einatmen und beim Ausatmen drehen wir uns nach rechts. Der linke Arm ist hinter dem rechten Knie, ausgestreckt der Oberkörper. Atmet mit dem Bauch. Und versuchen mit den Augen auf die linke Schulter zu blicken, um den Körper, um den Rücken herum. Das heißt, wir verdrehen die Augen komplett nach rechts. Drehen wieder zurück. Machen 3 bis 5 Übungen Uddiyana Bandha. Atmen ein. Atmen aus, beim Ausatmen halten wir die Luft an und ziehen den Bauch maximal ein. Atmen ein, atmen aus, ziehen den Bauch zurück. Halten den Atem an, 3 bis 5 Mal, jeder selbstständig. Tief einatmen, ausatmen, Bauch reinziehen und die Luft anhalten, so lange wie es geht. Beenden langsam die Übung. Strecken die Beine nach vorne. Strecken sie vor. Beginnen mit den Füßen zu arbeiten. Heran und von sich weg. Die Bewegung nach vorne und zurück. Halten den Rücken gerade. Damit es besser klappt, hält die Hände zusammen vorne, die Handflächen zum Namaste, dann hält ihr auch den Rücken automatisch gerade. Beide Füße von sich weg und zu sich heran. Drehende Bewegung.
eine Richtung und getrennt. Also beide in verschiedene Richtungen, in eine Richtung und dann wechseln. Wir gehen über in aufrechten Stand, stehen gerade. Die ziehen zur Mitte zurückdrehen und die Fersen ein bisschen nach außen. Drücken das Becken nach vorne und gehen ein bisschen in die Knie. Die Knie sind angewinkelt. Hier kann man den Rücken sehr gut ausstrecken. Wir strecken die Finger auseinander und nach unten, stellen uns vor, dass die Finger wie Wurzeln in die Erde schlagen und wir ziehen so die Energie der Erde in den Körper nach oben. Die Arme sind auseinander, das Scheitel streckt nach oben zur Decke. Die Tadasana. Spürt, wie die Ziehe Energie der Erde langsam hochsteigt, durch den Körper fließt, den Körper auffüllt mit Energie, mit Kraft und Gesundheit. Okay. Glätten die Aura von innen, die Hände über dem Kopf zusammen zum Namaste runter. Machen es dreimal. Beim Ausatmen die Hände zum Brustkorb und beim Einatmen über dem Kopf zusammen. Und beim Ausatmen wieder runter. Einatmen. Hände ausstrecken, stehen auf den Fußspitzen, ziehen hoch. Strecken weiter nach oben, halten die Balance auf den vorderen Fußballen. Die Oberarme, Schultern auf Höhe der Ohren. Die Schulterblätter drücken wir nach unten. Spannen den Nacken nicht an. Gehen auf die Fersen zurück, verbinden die großen Finger, glätten die Aura vorne, langsam die Bewegung nach unten. Gehen runter. Geht ganz, ganz langsam wieder hoch. Atmen ein, Hände zusammen und vorne zum Namaste. Nehmen einen Gurt oder einen Schal, das, was ihr da gerade zu Hause habt. Streckt, greift es an Ende und beim Ausatmen gehen wir nach links. Schaut, dass ihr nicht zu sehr zur Seite kippt, sondern so eine Grundspannung im Körper beibehält. Geht langsam mit den Armen nach links und spürt, wie die rechte Seite gerade gestreckt wird. Ein, oben, ausatmen, andere Seite. Schaut, dass die Rippen die inneren Organe nicht zusammendrücken, also dass ihr die Rippen nicht zu sehr einklemmt. Einatmen nach oben und ausatmen wieder zur anderen Seite. Ein Mitte, aus, zur anderen Seite. Ein Mitte, ausatmen, runter. Atmen ein, wieder rauf. Und versuchen, die Arme hinter dem Körper wieder runter zu bekommen. Einatmen. Ihr könnt den Gurt etwas breiter oder weiter greifen, dass ihr mehr Länge habt, dann ist es leichter. Die Breite einfach vergrößern. Gehen zurück runter. Ein, rauf und gehen nach vorne runter. Einatmen, rauf. Und man kann auch einen Stock verwenden, wenn man keinen Gurt hat, mit dem Stock die gleiche Übung ausführen.
Wir machen die Bewegung weiter, 3 bis 5 Mal. Einatmen, Arme nach oben, ausatmen, runter. Einatmen, Arme nach oben, ausatmen, nach unten. Ein, nach oben, aus, nach unten. Ein, nach oben, aus, nach vorne. Legen den Gurt wieder ab. Gehen dichter, gehen, heben den Kopf wieder an. Hier könnt ihr auf die Klötze stehen. Strecken mit dem Kopf nach vorne. Strecken die Wirbelsäule. In den Morgenstunden kann es sein, dass der Rücken nicht so flexibel ist. Deshalb setzt etwas unter, zum Beispiel Yoga-Klötze. Und dann könnt ihr so euch positionieren. Am Anfang nehmt ihr eine kleinere Höhe. Wenn ihr dann beweglicher seid, dann könnt ihr eine tiefere Position auswählen. Und geht beim Ausatmen dann noch tiefer runter. Atmet. Spürt, wie der Kopf nach oben vorne streckt, also streckt den Kopf nach vorne, streckt das Becken zurück, die Arme und Beine sind ausgestreckt. Machen 2-3 Mal einen Ein- und Ausatemzug, senken die Klötze ab. Wenn ihr keine Klötze habt, könnt ihr die Knie anwinkeln und so den Rücken durchstrecken. Mit der Zeit, wenn der Rücken sich streckt und flexibel wird, könnt ihr auch durchgestreckt die Beine halten. Die Zuschauer, die Klötze haben, können auf den Klötzen die Handflächen positionieren. Senken die Knie ab. Haben hier eine gerade Linie, also parallel zum Boden. Legen den Bauch auf die Hüften, strecken gerade und heben das Becken ab und halten den Bauch auf den Oberschenkeln. Also der berührt weiterhin die Vorderseite. Atmen aus, drücken das Becken nach oben. Atmen ein, die Knie sind angewinkelt. Atmen aus, Becken nach oben. Atmen ein, Knie angewinkelt. Atmen aus, das Becken nach oben. Gehen mit den Füßen zurück. Herabschauender Hund. Greife die Ränder der Matte. Gehen noch tiefer nach unten beim Ausatmen. Versuchen auf unseren Bauchnabel zu blicken. Atmen 3-mal ein und aus, gehen nach unten und dann in den heraufschauenden Hund. Blicken auf die rechte Ferse, auf die linke Ferse. Drücken den Brustkorb, also Oberkörper nach vorne. Atmen aus, gehen zurück, runter. Greifen die Ränder der Matte, atmen aus. Okay, gehen in die Katze über. Aus der Katze, Ashtanga Namaskar. Die Knie, Brustkorb und Kinn ist auf dem Boden. Gehen vor, heraufschauender Hund, beim Ausatmen herabschauender Hund. Gehen nach vorne an die
Hände ran. Stehen weiterhin mit einem geraden Rücken. Jetzt, weil der Rücken besser gestreckt ist, könnt ihr eventuell auch tiefer runterkommen. Wichtig ist, dass ihr alles ohne ruckartige Bewegungen macht. Beim Ausatmen tiefer in die Uttana Asana. Gehen nach oben. Die Hände seitlich nach oben, glätten unsere Aura, verbinden die Hände und senken die Handflächen ab. Einatmen die Arme nach oben. Ausatmen. Bewegung nach links zu einer Seite. Einatmen und beim Ausatmen zur anderen Seite. Ein Mitte. Blick nach oben, streckt nach oben und geht zurück nach hinten. Ein und dann beim Ausatmen Uttanasana. Gehen zurück. Der herabschauende Hund. Linker Fuß nach vorne. Der Sprinter. Strecke nach vorne. Blicken vor uns. Atmen aus. Fuß zurück. Kopf nach unten. Ashtanga Namaskar, Knie, Brustkorb und Kinn auf den Boden. Kobra, einer nach vorne durchtauchen und Kopf nach oben. Ausatmen, herabschauender Hund. Atmen ein und beim Ausatmen setzt den rechten Fuß nach vorne. Blicken vor uns. Schauen, dass die Finger der Hände parallel mit den Zehen sind, alles auf gleicher Linie. Wenn ihr zu wenig gestreckt seid, könnt ihr wieder die Klötze verwenden. Wir warten aber die Haltung, die Fingerspitzen sind parallel zu den Zehenspitzen. Das hintere Bein ist komplett zu 100% gerade. Atmet ein und beim Ausatmen der rechte Fuß nach hinten. Blickt vor euch, Ashtanga Namaskar, geht mit dem Oberkörper tief runter. Geht vor, atmen aus, geh nach hinten runter. Die Katze, der linke Hand vor dem Gesicht und der rechte Arm nach oben und tauchen beim Ausatmen runter. Machen dynamisch weiter, einatmen nach oben, ausatmen runter. Ein Arm nach oben, die rechte Hand, ausatmen, rechte Schulter unten auf dem Boden in der Mitte. Ein, nach oben, ausatmen, runter, bleiben hier in dieser Position. Um die Asana zu verstärken, kann man den linken Arm anheben. Indem wir uns mit der anderen Hand unterstützen, gehen wir rauf. Sie gehen in der Katze, atmen aus, strecken den Rücken durch. Atmen ein, Kopf nach oben und zurück. Atmen aus,
strecken den Rücken nach oben, atmen ein, Kopf zurück zum Becken. Und weiter. Ein, vor, aus, zurück. Ein, vor, rechte Hand in der Mitte unten, der linke Arm nach oben. Hier einatmen. Und beim Ausatmen gehen wir runter. Ein, wieder nach oben, strecken den Arm, ausatmen, nach unten. Ein, hoch und aus, runter. Ein, hoch, aus, nach unten. Ein, hoch. Geh nach unten beim Ausatmen, bleiben hier in der Position. Wer die Asana verstärken möchte, die linke, rechte, den rechten Arm dazu nach oben ausstrecken. Dreht auch die Schultern mit. Gehen mit Hilfe der Hände wieder rauf in die Katzen. Gehen mit dem Becken zurück, atmen ein, gehen vor und gehen beim Ausatmen zurück. Unten ein, nach vorne, ausatmen zurück. Ein, vor, aus, nach hinten. Beenden die Einheit. Setzen die Füße fest auf dem Boden und dann der herabschauende Hund. Strecken die Rückseite des Körpers. Okay, gehen nach unten. Kreuzen die Beine, setzen die Füße nach vorne. Sitzen mit einem geraden Rücken. Probieren auch auf den Sitzhöcken zu sitzen, fallen nicht nach hinten, der Rücken bleibt gerade. Strecken die Arme nach oben, sitzen mit einem geraden Rücken, die Arme wieder an den Ohren. Wenn es euch nicht ausreicht, die Streckung, die Dehnung, geht dann nach vorne und setzt den Gurt um die Füße herum und dann könnt ihr euch intensiver nach vorne strecken. Wenn ihr einen Klotz habt, könnt ihr mit der Stirn auf den Klotz gehen. In dieser Asana müsste man sich etwas länger befinden, stehen. Deshalb verwende ich einen Klotz, um den Kopf abzusetzen. Wenn ihr genug Dehnung habt, könnt ihr dann die Fußsohlen mit den Händen greifen, die Stirn absetzen. Wichtig in dieser Übung, dass ihr die Fußspitze zum Körper streckt. Vergisst die Atmung nicht. Atmet langsam. Langsam ein- und langsam ausatmen. Bei jedem Ausatmen entspannen wir mehr und gehen tiefer und tiefer nach unten. Ganz wichtig, dass ihr die Zehenspitzen zum Körper streckt. Die Knie drücken wir durch und ziehen sie nach unten zur Matte. Der Kopf ist entspannt, der Nacken ist auch entspannt. Einatmen, gehen rauf. Und gehen zu Shavasana über. Gehen nach unten, die
Hände und Beine sind 45 Grad vom Körper weg. Schließen die Augen. Wir entspannen die Finger, entspannen die Zehen, entspannen die Füße und Handflächen. Atmen ein und beim Ausatmen entspannen wir die Wadenmuskulatur. Die Unterarme, die Knie, die Ellbogen, die Schultern, die Hüften. Atmen ein, entspannen beim Ausatmen das Becken, die Oberschenkel und Hüften. Entspannt die Taille und den Bauch. Entspannen die Rippen, den Brustkorb, die Schulterblätter. Den Hals und den Nacken. Atmen ein, entspannen beim Ausatmen die Kopfrückseite, den Scheitel, die Stirn, die Augenbrauen, die Augen. Entspannen die Kiefermuskeln, die Wangen, die Oberlippe, die Unterlippe, die Nase. Entspannen die Zunge. Atmen ein. Entspannen beim Ausatmen die Ohren. Shavasana. Beginnen langsam die Zehen zu bewegen, die Finger zu bewegen.
Reiben die Handflächen. Massieren das Gesicht, die Augen, die Stirn, die Wangen, den Hals. Massieren den Bauch, das Becken. Wirbt mit den Handflächen den Schrittbereich. Streckt nach oben mit beiden Handflächen. Strecken aus und entspannen. Langsam drehen wir uns auf die Seite, die Knie angezogen. Kommen langsam zurück. Kehren zurück in diese Realität. Spüren den Raum und nehmen den Raum wahr, in dem wir uns befinden. Helfen uns mit den Händen, stützen ab, setzen uns hin. Sitzen mit einem geraden Rücken. Glätten die Aura, gehen mit den Händen nach oben, verbinden die Handflächen, gehen nach unten. Halten die Hände zum Namaste und singen ein dreifaches Mantra um. Atmen ein. Kurze Verbeugung nach vorne. Kommen zurück, atmen ein. Öffnen, ohne die Augen zu öffnen. Dankt dem Universum für die Möglichkeit, an sich selbst zu arbeiten, für die Möglichkeit, Yoga zu praktizieren. Dankt euren Eltern, euren Lehrern. Dankt dem Raum, in dem ihr praktiziert habt. Dankt euch selbst. Und widmet die Verdienste dieser Praktik an etwas Unmaterielles für das Wohl aller Lebewesen. Wir öffnen die Augen. Namaste. Dankeschön.